Hallo und willkommen zurück hier am Dienstag Vormittag zum Forst- und Industriegigant-Projekt. So, wir sind wieder hier beim Holzverkauf, glaube ich, heißt das. Und wir wollen ja hier unser komische Bretterabfallpaletten verkaufen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das hier muss oder wo die weg müssen. Anscheinend hier schon mal nicht. Ja, müssen wir schauen. Oder wir müssen da. Ah, hier. Hier geht das. Guck mal. Weg mit dem Zeug. Ja, gut. 3.200 Euro ist jetzt nicht so viel. Vielleicht sollten wir das Zeug eigentlich einfach mal aufbewahren, bis wir irgendwann die Kohlezeche haben. Und dann können wir es ja damit verarbeiten. Ja, auf jeden Fall, wir haben 60.000 Euro im Moment auf dem Konto. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, genau, da können wir runterfahren. Ja, unser guter Gabelstapler, den wir das letzte Mal noch gekauft haben. Der sollte auch irgendwann vielleicht mal beim Sägewerk ankommen. Der ist auf jeden Fall unterwegs. Ja, vielleicht überholen wir den ja gleich noch. Ich habe keine Ahnung. Ja, und ansonsten schauen wir gleich mal, wie es beim Sägewerk aussieht, ob wir da noch was tun müssen. Oder was sonst noch anliegt. Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, vielleicht noch einen etwas ältere Sattelzugmaschine mit reinzunehmen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Gucken wir mal, kommt vielleicht in den nächsten Tagen oder in der nächsten Folge. Muss ich mal schauen, wie sich das zeitlich ausgeht, ob ich da was Schönes finde vor allem. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, um ehrlich zu sein. So, aber ich sehe da vorne, der Gabelstapler sollte gleich da sein. Da bin ich ja mal gespannt, ob der die Bretterpaletten tragen kann oder ob wir da auch mit dem ein Problem bekommen. Weil dann habe ich ja fast kaum noch Auswahl. Dann bleibt ja wirklich nur noch ein schwerer Radlader übrig. Und das wäre na klar relativ rausgeschmissenes Geld, finde ich, für ein bisschen Paletten durch die Gegend fahren. Ja, wie gesagt, müssen wir gleich mal schauen. Ich hoffe mal, dass wir schon wieder eine Palette fertig haben. Ja, guck mal, der ist gerade angekommen. Perfekt. Dann können wir doch gleich mal schauen, ob wir eine Palette auslagern können aus dem Sägewerk. Und dann würde ich die mal versuchen, mit dem Gabelstapler zu fahren. So, komm, den lassen wir einfach mal hier kurz stehen. So, dann gucken wir mal. Sägewerk. Bretterpalette. Ja, gucken wir. Haben wir was? Dann schauen wir mal, wie sich der jetzt hier macht. So, ich denke mal, wir werden mal die Gabel ein bisschen hoch machen, damit wir hier auch drauf kommen. So, also das funktioniert schon mal. So, jetzt. Ja, man sollte auch einigermaßen treffen. Ah, guck mal, der schafft das. Das ist doch perfekt. So, damit haben wir unser Fahrzeug jetzt endlich gefunden, das wir hier brauchen. So, dann ist das wohl hier Bretterpalette. Dann müssen wir hier drüben hin. So. So gefällt mir das, so gefällt mir das. Perfekt, ja. Ups.
Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Dann können wir unten auch gleich noch die beiden oder die drei Abfallpaletten einlagern. Und wir können ja dann schauen, wir hatten doch die Palettenproduktion schon gekauft, dass wir vielleicht irgendwann demnächst loslegen und mal Paletten da, beziehungsweise Bretterpalette da runterbringt, damit wir Leerpaletten produzieren. Das wäre doch auch noch eine Option. Beziehungsweise das könnten wir doch eigentlich. Warte mal. Das machen wir auch. Da schicken wir nämlich den mit Autodrive darunter. Dann holen wir nämlich jetzt die, die wir gerade eingelagert haben, holen wir wieder raus. So, Palettenlager. Bretterpalette. Ach, ist noch gar nicht alles eingelagert. Gut, dann warten wir, bis wir da drüben sind. So, haben wir. Ja, jetzt sind es 16.000 hier. Sack einmal ausgelagert. Dann können wir auch gleich mal gucken, wie viel Leerpaletten aus den zwei Dingern hier gemacht wird. So, haben wir das. So, dann haben wir, ich glaube. Haben wir das hier unten drin noch? Nee, das hatte ich doch mal selbst eingefahren. Palettenwerk. Hatte ich das noch nicht gemacht? Oder war, ist das ein Standardpunkt da unten noch? Hier, genau. Palettenwerk. Gut, dann läuft das wohl noch über die Produktionen. Ah ja, hier, Palettenwerk. Guck mal. Ja, dann würde ich sagen, fährst du los und wir laden noch die restlichen Paletten hier von da nach da. Sind ja auch Sachen, die gemacht werden müssen. Na? Muss heute ich ein bisschen anheben, glaube ich. So, guck mal, jetzt gehen sie rein da ins Lager. Perfekt. Südele, weiter geht's. Nächstes Ding hier. Also ich muss sagen, der Gabelstapler, der passt genau hier richtig. Er funktioniert, er kann die Dinger tragen. Da haben wir doch was Gutes gemacht hier. So, die letzte noch. Das war nicht so. Jetzt passt die Sache. Und wir können den doch rein theoretisch hier reinstellen. Guck mal, perfekt. Perfekt. So, dann lass uns mal hier zum Sägewerk schauen, wie es da generell aussieht mit Sachen.
Holz 130.000 nur noch, okay. Da können wir, guck mal, wir hätten noch zwei Paletten. Na ja, gut, ist egal. Ist erstmal egal. Ja gut, Hackschnitzel machen wir ja aktuell keine mehr da hinten im Hacker. Wir können mal kurz hier vorgucken, wie es denn hier aussieht. Vielleicht können wir ja mal wieder noch so ein paar Bäumchen umlegen. Der Komatsu steht hier und wartet auf uns. Ja, guck mal, da haben wir ja schon einen schönen Haufen hingelegt. Aber ich würde sagen, wir fahren mal da noch ein Stückchen weiter nach hinten rein. Weil wir wollen ja irgendwann mal den Durchbruch hier machen. Komplett nach hinten zum Ende des Waldes. So, dann machen wir. Upsa. Hier mal so ein neues Häufchen. So, ich weiß nicht, ob wir den hier noch bekommen oder ob der schon außerhalb steht. Ja. Ja, das sieht alles ein bisschen. Das muss so, wollte ich gerade sagen. Tja. Hilfe! Ja, da müssen wir vielleicht. War nicht ganz so, wie ich das geplant hatte, um ehrlich zu sein, aber. Missgeschicke passieren jedem Mal. Und zum Glück sind wir ja hier nicht im echten Wald, weil sonst hätte das böse enden können. So, ich bin da mal gespannt, ob wir das noch schaffen, dass der Waldrahmen mit den beiden Bretterpaletten unten beim Palettenwerk vielleicht sogar noch ankommt heute. Das wäre halt toll, wenn wir da schon mal die ersten Paletten rein bekommen würden. Wir können ja mal kurz gucken, wo der gerade ist. Er muss ja hier nach unten hin. Und er ist hier. Also er hat noch einen gewissen Weg vor sich. Das müssen wir anerkennen. Aber ja, warten wir mal ab. Ansonsten machen wir das eben morgen. Ist ja auch kein Problem. Können bei dem mal hier das Autodrive ausmachen. Das brauchen wir auch nicht. Ja, wir müssen halt immer gucken, dass wir weiter Wald abholzen, damit unser Sägewerk auf jeden Fall niemals stillsteht. Und wir halt zwischendurch, wie wir es ja neulich auch schon mal gemacht haben, wenn es notwendig wird, einfach auch mal einen Anhänger voll mit Holz direkt verkaufen. Wobei ich es eigentlich nicht machen möchte, um ehrlich zu sein, weil wir mit den Produkten, die wir herstellen, einfach besser fahren werden. So. Ja, hier sind halt auch wieder ein paar, wo noch so kleine Ästchen dran sind. Da müssen wir vielleicht dann nochmal mit der Kettensäge ran, sobald wir die dann aufladen wollen. Der ist nicht so dick hier. Guck, geht doch. Immer rumjammern, immer rumjammern. Aber nee.
So, ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt dann mal gut sein und ich würde dann ja am besten den Unimog holen mit dem Holztrailer. Dann können wir schon mal ein bisschen aufladen. Wir stellen den mal hier so ein bisschen aus dem Weg. So, Unimog, wo steckst du? Weil der war ja hier hinten, glaube ich. Genau, der Holzanhänger steht hier. Ja, da ist er. Da steht das gute Stück. Zumindest einsammeln werden wir das Holz noch reinbringen. Gucken wir mal, dass wir vielleicht bis Mittwoch, nicht bis Mittwoch, bis Donnerstag einen LKW dann haben. Das wäre halt am genialsten. So, mal kurz gucken. Nach links schalten, dann ist Autoload auf der rechten Seite. Ah, oh, warte mal, bevor wir da weitermachen. Wenn ich das sehe, dass der da unten ist. So, ich muss mal gucken. Wir haben genau das vordere hier gekauft. Da bringen wir doch selbstverständlich die Bretterpaletten rein. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Ich weiß, dass die oh, da rein müssen. Müssen wir mal die Schaufel runter machen. Ich hoffe, dass wir da mit der Höhe reinpassen. Natürlich nicht. Dann müssen wir tricksen. So, dann machen wir das mit Autoload einmal. Und dann schieben wir die halt da rein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Weil sonst brauchen wir über kurz oder lang hier auch noch einen weiteren Gabelstapler. Es wird auf jeden Fall was weggenommen. Das ist doch schon mal gut. So, die eine Palette hat er, die andere nicht. Aber guck mal, wir können die ein bisschen anheben. So, jetzt läuft das. Jetzt läuft das. So, gut. Ja, ich würde sagen, wir lassen den erstmal hier unten stehen. Vielleicht können wir ja die ersten Leerpaletten gleich wieder mitnehmen. Keine Ahnung, wie schnell das hier arbeitet. Können wir ja vielleicht rausfinden. Wo war das? Hier. 5.250 in der Stunde. Ja, guck mal, es sind schon die ersten Leerpaletten. Ja, das geht ja ruckzuck. Das geht ja ruckizucki. Aber dann würde ich sagen, lassen wir es doch damit gut sein. Wir haben die ersten Paletten, die in der Produktion sind. Das passt. Gucken wir, dass wir fürs nächste Mal einen LKW mit reinbekommen. Vielleicht noch mal mit einem anderen Auflieger. Da müssen wir mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, macht's gut. Am Donnerstag um 10 Uhr geht es dann weiter mit der neuen Folge. Bis dahin, bleibt gesund und ja, schaut wieder rein.